Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jo, ist gleich mal hier ein kleiner Kaltstart. Ich habe nämlich erst gedacht, ich habe schon aufnehmen gedrückt, habe ich aber natürlich nicht. Habe ich jetzt dafür gemacht. Wir sind weiter in der Liga 5 und das ist unser Gegner mit Joe Hart, Alexandro, Miranda, Koulibaly gepusht, Perez, Brozovic, Banega, Hamšík, Cuadrado, Perisic und einem Inform Icardi vorne drin. Ich hoffe einfach mal, dass diese Scheißverbindung diesmal dieses eine Spiel aushält. Ich habe so ein paar Einstellungen jetzt verändert. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt gut wird und gut geht das Ganze. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Weiterhin bin ich da sehr, sehr skeptisch, was meine Verbindung angeht. Und ich glaube, ihr seht auch schon, warum. Lex gibt es jetzt schon. Das war gut gemacht. Basagli. Müller bringt den Ball nicht rüber. Das ist Hamšík. Es geht um Punkte und wir brauchen 3 an der Zahl. Alles andere langsam inakzeptabel. Natürlich auch aufgrund... oh nein, ey. Aufgrund blöder Zusammenspiele, sage ich mal. Weil, ja. Man weiß nicht, wie das letzte Spiel ausgegangen wäre. Wahrscheinlich hätte ich sowieso verloren. Aber, oh, Costa muss er machen. Aber trotzdem, das ist halt ärgerlich. Du weißt gar nicht, wie es ausgegangen wäre. Du hast ja nicht mal angefangen zu spielen. Und dann macht dir dein Internet schon den ersten Strich durch die Rechnung. Und yes, da, das ist 1-0 für uns. Ja. Wie gesagt, ich hoffe und bete einfach mal, dass dieses Mal die Verbindung tatsächlich mal hält. Das wäre wirklich geil, das wäre wirklich schön, mal wieder ein Spiel zu Ende zu bringen. Privat, beziehungsweise jetzt nicht für die Aufnahme, zocke ich eigentlich sowieso sehr, sehr wenig FIFA momentan. Ganz einfach deswegen, ich habe mir eine Nintendo 64 gekauft. Ja, ihr hört richtig. Und habe mir da auch ein paar Spiele gleich noch mit dazu geholt. Und momentan bin ich da wirklich eher am Zocken davon, als jetzt FIFA momentan. Also Donkey Kong 64, Super Mario 64, und was es da nicht alles Schönes gibt. Probiere ich alles momentan mal aus. Habe mir viele, viele Spiele gekauft, beziehungsweise mit dazu bestellt auch teilweise. Und da bin ich momentan eher am Zocken, weil da brauchst du kein Internet dafür. Das ist halt auch geil. Cuadrado, wann bringt er den Pass? Er bringt den gar nicht. Er bringt den gar nicht, aber Icardi, Perisic steigt am höchsten. Und da fällt das 1-1. Ja, wie gesagt, also momentan eher so Nintendo 64-Time. Außerdem momentan noch am Trainieren. Ich habe Ende des Jahres, also ich am 30. Dezember ist das, habe ich ein Dart-Turnier anstehen. Und dafür bin ich noch am Üben, beziehungsweise noch mehr am Üben, weil, wie ihr vielleicht wisst, ich spiele... das ist 2-1. Ich spiele sehr, sehr oft und sehr, sehr gern Dart. In meiner Freizeit außerdem und... ja, jetzt ist ein relativ wichtiges Turnier, was ansteht. Ist natürlich blöd, dass das... Aber das ist oftmals so, dass diese großen Turniere zeitgleich mit der PDC-Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Und ich gucke das halt auch sehr, sehr gerne. Und so überschneidet sich das allerdings so, dass ich das, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale, Viertelfinale, irgend sowas, das verpasse ich dann dadurch leider. Aber gut, ich kann mir dann die Wiederholung angucken. Bin sowieso mal gespannt, wer dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ihr auch gern Dart guckt oder ob ich da der Einzige, also der Einzige bin ich nicht, ich weiß, dass das sehr, sehr beliebt ist, vor allen Dingen halt zu Weltmeisterschaftszeiten, wird das dann doch öfters geguckt, wenn es auf DSF, beziehungsweise auf Sport 1 mittlerweile läuft. Ja, ich bin gespannt, wer es macht, also ich glaube nicht, dass es The Power Phil Taylor macht und irgendwie sagt mir mein Gefühl, auch wenn er super drauf ist, der Mighty Mike, also Michael van Gerwen, glaube ich nicht, dass er in diesem Jahr Weltmeister wird. Er hat es ja auch letztes Jahr, wurde er es ja auch nicht. Er hat die Premier League zwar gewonnen, aber Weltmeister wurde Gary Anderson. Das ist das 3-1, das ist das Dreierpack von Andres Iniesta. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber es leckt schon so verdächtig, das ist das Problem. Ja, Gary Anderson hat es gemacht. Gary Anderson, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube keiner... Oder ich kenne niemanden, der wirklich sagt, okay, ich bin Gary Anderson-Fan. Sondern das ist eher so, naja, ist mir eigentlich egal, was der macht. So ungefähr. Er hat, glaube ich, ich weiß es nicht, aber mir kommt das manchmal so vor, als hätte er nicht so die ganz krasse Fanbase. Im Gegensatz zu Phil Taylor. Natürlich, klar, der ist auch Jahre dabei. Oder halt
Michael van Gerwen, der ja auch zur absoluten Weltspitze gehört. Was heißt zur Weltspitze? Bringen wir es auf den Punkt. Über eine ganze Saison hin oder über eine längere Strecke von Spielen ist Michael van Gerwen auch einfach die Nummer 1. Man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen. Mir ist Michael van Gerwen, ich weiß nicht, also ich bin kein Fan von ihm, sage ich es mal so. Also so irgendwie, weiß nicht, dass ich mir jedes Spiel von ihm angucke, so ist es nicht, aber es ist sehr beeindruckend. Und da gibt es auch nichts dagegen zu sagen. Es ist sehr beeindruckend, wie er spielt, in welcher Konstanz er spielt. Er hat eigentlich so richtige Durchstrecken, gibt es halt bei ihm nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie gesagt, was er abliefert, was er spielt. Und ja, deswegen, also ich gucke auch gerne Michael van Gerwen, wobei meine beiden Lieblinge, einer ist mittlerweile nicht mehr in der Weltspitze so wirklich dabei. Das ist Simon Whitlock, The Wizard, der Australier. Auch diejenigen, die vielleicht nicht so unbedingt Darts mögen, ihr kennt ihn mit Sicherheit, ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen. Könnt ihr ja mal googeln, falls ihr jetzt noch nicht so viel mit Dart am Hut habt oder auch nicht am Hut haben wollt. Könnt ihr mal gucken, Simon Whitlock ist auf jeden Fall einer, den kennt man eigentlich vom Sehen. Aber wie gesagt, zur absoluten Weltspitze gehört er eben leider nicht mehr. Außerdem natürlich mag ich gern Adrian Lewis, The Jackpot. Deswegen übrigens auch mein Instagram-Name, weil da auch einige gefragt haben, wieso ich eigentlich so einen komischen Instagram-Namen habe. Das ist, Jackpot ist praktisch, also im Dart hat praktisch jeder seinen eigenen Spitznamen. Und Adrian Lewis, von dem ich eben ein großer Fan bin, er heißt eben Jackpot. Adrian Jackpot Lewis. Er hat es ja letztes Jahr bis ins Finale geschafft, allerdings war mir schon eigentlich, er hat wahnsinnig gut gespielt bis dahin, keine Frage. Und auch im Finale, wirklich gut, war er wirklich gut. Aber mir war eigentlich von Anfang an klar, gegen diesen Anderson gewinnt er nicht. Gary Anderson, auch einfach eine wirklich saustarke WM gespielt und hat jetzt zweimal in Folge tatsächlich, wurde er sogar Weltmeister. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall unter die besten vier kommen wird, auch dieses Jahr, mit Sicherheit. Da gibt es für mich eigentlich gar keinen Zweifel. Aber ich glaube nicht, dass er es nochmal schafft, zum zweiten Mal jetzt seinen Titel zu verteidigen. Und es tatsächlich dann insgesamt dreimal hintereinander schafft, Weltmeister zu werden. Da gibt es doch andere. Also ich, wie gesagt, Taylor glaube ich nicht. Van Gerwen glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr... Eieiei, das war nicht so toll. Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr ist eine Überraschung drin. Und ich hoffe natürlich, dass es Adrian Lewis oder Simon Whitlock wird, wobei Adrian Lewis dann doch die wirklich wesentlich besseren Karten hat, im Gegensatz zu Simon Whitlock. Whitlock hat eigentlich seit Jahren bei Major-Turnieren eigentlich nichts mehr reißen können. Leider. Ist ja auch schon eine ganze Weile dabei. Aber zurzeit, beziehungsweise hat sich ja gebessert. Letztes Jahr war es ja wirklich ein ganz schlechtes Jahr für ihn. In diesem Jahr war es okay. Es war nicht überragend, aber es war okay. Es war besser als das letzte. Ja. Deswegen bin ich da. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auch schon mega drauf. Ich glaube allerdings auch, dass Peter Snakebite Wright eine große Rolle spielen kann bei diesem Turnier. Hat sich in der Premier League dieses Jahr, Anfang des Jahres ist die ja immer, beziehungsweise da beginnt sie, hat er, glaube ich, ist er mit, was weiß ich, wie vielen Siegen gestartet, ist dann allerdings so ein bisschen eingebrochen, konnte das Level einfach nicht halten. Ich glaube, Vierter wurde er dieses Jahr, ich weiß es aber nicht, in der Premier League. Und trotzdem, also wie gesagt, ich glaube, es könnte eine Überraschung geben und Peter Wright natürlich ist auch ein toller Spieler. Und ja, ich meine, warum nicht? Er hat auch noch keinen Weltmeistertitel geholt. Wäre für ihn natürlich auch eine tolle Sache und er ist auch ein geiler Typ einfach. Ich weiß nicht, allein schon wegen seiner Frisur und seinem Style hätte er erst eigentlich schon mal verdient, aber wie gesagt, ich bin natürlich großer Verfechter von Adrian Lewis und von Simon Whitlock, deswegen drücke ich den beiden natürlich auch ganz, ganz klar die Daumen. Glaube aber, wenn einer der beiden eine Chance hat, dann ist es The Jackpot, ist es Adrian Lewis. Aber ich lasse mich überraschen und ich freue mich schon so sehr darauf. Am 15. Dezember geht es endlich los mit der ersten Runde. Ist ja bald. Jetzt ist heute der 6., der Nikolaustag. Also, ja, das wird geil.
Vor allen Dingen, weil ich halt auch noch zu Hause bin in der Zeit, also ich muss nicht arbeiten. Und dann habe ich da schön Zeit, mir genüsslich Dart anzugucken jeden Tag. Ja, das wird eine feine Sache, sage ich euch. Ja, aber anyway, wir sind ja eigentlich bei FIFA. Apropos, ich muss noch meine neuen Darts bestellen, das ist mir gerade noch eingefallen, aber jetzt sind wir wieder bei FIFA und bei diesem Spiel, das doch sehr kurzweilig ist. Er ist nicht besonders stark, aber ja, ich habe immer noch so ein bisschen Bedenken. Das Spiel ist noch nicht rum. Wir führen zwar, aber naja, vielleicht klappt es diesmal mit der Verbindung. Bisher waren am Anfang ein paar Lags, jetzt allerdings gar nicht mehr. Das ist ja sehr, sehr gut, wie ich finde. Und so hätten wir weitere 3 Punkte, wenn es denn dabei bleibt. Natürlich müssen wir aber auch erstmal spielerisch überzeugen können und diesen Vorsprung nicht nur halten, sondern vielleicht auch nochmal ausbauen. Er kommt mir nicht ganz so stark vor. Er hatte eigentlich eine Chance, die war drin, gut. Aber ansonsten haben wir schon das Spiel gemacht, würde ich mal behaupten. Und ich hoffe, ich sage das jetzt auch ohne die Fanbrille sozusagen. Der Risic mit dem nächsten Versuch. So, die Ecke kommt von Banega. Ne, war nix. Eckball nochmal. Draxler hat ihn jetzt ausgeköpft und jetzt damit den positioniere ich mich jetzt mal weiter vorne. Denn wenn der Ball dann schnell rauskommt, dann kann ich schön kontern. Aber ich glaube, er wechselt den Schützen. So sieht das zumindest für mich aus. Ne, macht er nicht. Und jetzt vielleicht. Oh, wieso spielst du. Alter, Vater. Ich wollte ihn links auf Iniesta legen, weil er war halt perfekt frei eigentlich. Aber hat nicht so ganz geklappt. Also ist das Spiel des anderen Iniesta, ganz klar. Quadrado. Oh, nein, da kommt er dran. Und das ist das 3 zu 2 durch Hamšík. Und schon wieder so ein ekelhaftes Tor eigentlich von ihm. Aber gut, in der Liga ist das normal. Ich mache das ja auch nicht anders. Deswegen möchte ich mich hier auf gar keinen Fall beschweren. Aber so dominant eigentlich aufgetreten. Und jetzt machen wir es halt nochmal so unnötig spannend. Also die 3 Punkte, die muss ich holen. Da gibt es keinen Zweifel daran. Und vielleicht sollte ich mich jetzt so ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Chiellini ist sehr stark. Iniesta, Draxler, Costa, Müller. Oh, wie kann ich diesen Pass trotzdem bringen? Wie kann ich diesen Pass trotzdem bringen, tatsächlich? Heidenai. Marquiso springt rein, nee, Gaspar, Achtung, den haben wir. Draxler, Messi, Marquisio, Messi, Draxler, Müller, noch ein Pass, nee, Schuss, ah, zu schwach von Iniesta. So, Ballbesitz. Sehr gut, Draxler. Och Mann, und ich kann wieder nicht durchstecken, weil er wieder reingegrätscht hat. Heieiei. Marquisio so. Aber es ist relativ einfach, sein Mittelfeld eigentlich zu überspielen. Das ist komisch, aber ich glaube, das ist halt einfach, weil es wirklich sehr, sehr offensiv ausgerichtet ist. Ich kann mir eigentlich nur erklären, dass es deswegen halt ist. Aber seine Abwehr steht relativ gut. Wobei auch nicht immer. Also, wir hatten schon Möglichkeiten, hier nochmal zu erhöhen, aber haben es halt nicht ganz geschafft, leider. Ja, ich will immer einen will ich immer noch zu viel ausspielen. Und das klappt dann halt meist nicht. So, 8 Minuten offiziell noch. 8 Minuten sind es noch offiziell. Und in denen wollen wir dann doch noch was bewegen. Heieiei, das war ein schlechter Pass. Hector, sehr gut. Marquisio, Draxler, Costa, Müller. Draxler. Nochmal Costa, so. Kriegt er den noch? Nee, den kriegt er nicht. Aber gibt einen Einwurf für uns. Ich traue mich jetzt nur gerade nicht, defensiver zu spielen. Ich möchte hier lieber die Entscheidung haben. Marquise gut geblockt. Sehr schön. Ich möchte lieber die Entscheidung haben, als mich da hinten zu verkriechen und darauf zu hoffen, dass nichts mehr passiert. Costa war nicht gut, war nicht gut, war nicht gut. Und so die nächste Möglichkeit für ihn. Ah, da hat man ihn jetzt da gut ausgezockt. Brozovic.
Oh, Iniesta kommt hier überhaupt nicht hinterher. Iniesta kommt hier überhaupt nicht hinterher. Brozovic kann machen, was er möchte. Er flankt. Das Ding kommt. Oh, Glück für uns. Glück für uns, Iniesta. So. Chiellini. Costa. Iniesta. So. Mal ein bisschen Tempo hier rausnehmen. Müller. Und dann ist rum. 3-2 geworden. Jawohl. Und das sind drei Punkte, die ganz, ganz wichtig für uns sein können. Im Kampf gegen den Abstieg. Aber wir haben es unnötig spannend gemacht. Dreimal Iniesta treffen. Einmal Costa Vorlage und zweimal Müller Vorlage. Das war ein hartes Stück Arbeit hier. Das war ein hartes Stück Arbeit hier am Ende tatsächlich noch. Ich habe das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So stehen wir jetzt wirklich ja, ein bisschen besser da. Mit drei Punkten im Gepäck. Da lebt sich's dann doch. Also ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr erleichtert bin ich jetzt auch, dass das jetzt geklappt hat. Sehr schön. Ich verstehe diese Prognose nicht ganz. Wir haben 5 Spiele und haben 6 Punkte. Wieso sollten wir dann in weiteren 5 Spielen als Prognose nur noch 5 Punkte holen? Nee, wir haben 5 Spiele und 6 Punkte. Und wieso sollten wir in den weiteren Verlauf von 5 Spielen nur 5 Punkte holen? Die richtige Prognose wären eigentlich dann 12 Punkte, glaube ich, oder? Naja, gut, ist ja egal. Also jedenfalls, wir haben das Spiel tatsächlich gewinnen können mal. Das freut mich natürlich sehr. 3 Punkte mehr, das tut uns wirklich ganz gut, glaube ich. Und ja, wir gucken jetzt mal, was die Fitness macht von unseren Jungs. Ah, Iniesta ist verletzt und Hector auch noch, scheiße. Hector 2 Spiele, Iniesta 1 Spiel, ja gut, das geht. 2 Spiele kommt das Team eher auf die Bank. Das spiele ich dann so lange mit meiner anderen Mannschaft. Das mache ich ja sowieso immer. Das ist ja, weil ich halt einfach zu geizig bin, diese Fitnesskarten da immer zu bezahlen. Deswegen mache ich das halt so. Elfmeter schießt du. Das war, weil ich in der vorherigen Episode habe ich ja Costa, Müller, Draxler rausgenommen und habe da Vidal und Reus rein. Diese Dream Squad Karten und deswegen war das jetzt nicht mehr eingestellt, aber gut, jetzt haben wir es wieder. Ja, ein Sieg tatsächlich mal wieder, das ist doch mal schön, oder? Das ist doch mal schön und vor allen Dingen auch ohne Verbindungsabbruch sind wir ausgekommen. Das freut mich natürlich recht herzlich. Ich hoffe mal, mein Dartgelaber hat euch nicht zu sehr verschreckt. Das ist natürlich weiterhin ein FIFA-Kanal. Wenn ich das in Zukunft besser unterlassen sollte, dann schreibt es mir natürlich gerne. Ja, wenn ihr Interesse an Dart habt, beziehungsweise da euch auch schon freut, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Außerdem hätte ich gern euren Tipp. Wer wird es denn dieses Jahr? Wer wird denn Weltmeister? Mein Tipp ist ja wirklich Peter Wright oder Adrian Lewis. Ja, natürlich der große Favorit ist Michael van Gerwen. Kein Thema. Aber ich glaube, es ist eine Überraschung. Ich glaube, da bahnt sich eine Überraschung an. Das glaube ich tatsächlich. Aber ich möchte gern eure Meinungen dazu hören. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, das war's erstmal von mir. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaustag noch und wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.